Bratkugeln mache ich mir lieben gern selber. Das ist halt wie, als würde ich mir selbst Essen kaufen und nicht direkt zum Fastfood-Restaurant oder Schnellimbiss gehen, sondern ich mache das selber, ich weiß, was da drin ist. Ich höre dabei Musik, ich habe da so voll die Leidenschaft darin und im Endeffekt ist es dann halt für mich und nicht für jemand anderen. Und ja, warum halt nicht? In dieser Badewanne gibt es Platz für zwei. Also wenn du das mit mir erleben möchtest und auch meine Hände an deinem Körper spüren willst, würde ich dir empfehlen, dich zu baden. Join me. Wir haben ja noch drei Ladies, vor allem Jeannie. Ja. Was soll ich jetzt so sagen, Jan? Nix. Du kannst ja noch mal Werbung machen für dich. Also mein Instagram ist Jeannie Tricks. Nein, nein, nein. Nein, nicht. Also für das Date mit ihm. Warst du schon mal in Köln? Kennst du Köln gut? Ich kann dir die Stadt gerne zeigen. Und ich wäre deine Städteführerin, deine persönliche. Ah, guck mal. Also, das ist ein bisschen Werbung. Martha. Ja, Plan B, ich kann dir auch Köln zeigen. Nein, Spaß. Also, bin ich so. Ja, ich war jetzt hin und weg von der Badewanne. Schauen wir mal. Schauen wir mal. Ja. Also, ob er sich entscheidet für dich. Du hoffst drauf. Ja. Okay. Aber sind ja drei hier im Rennen um dich, lieber Angelo. Ich bin die drei. Okay, cool. Genau, du noch, Ella. Ja. Also, ich muss sagen, wenn ich schon über den Fakt drüber hinwegsehe, dass ein Mensch gerne badet, weil bei mir, es gibt Duschmenschen, es gibt Bademenschen, ich bin der Duschmensch, aber irgendwie überwiegt dann doch irgendwas anderes an der Ausstrahlung und an dem, also es ist das Beste, was ich bisher so gesehen habe von der Show. Mhm. Und muss schon sagen, ja. Okay, Punkt. So, lieber Angelo. Wir drehen das Ganze jetzt um. Also jetzt muss ich quasi auswählen. Ne? Ja, jetzt musst du ausbuzzern. Du nimmst dir hier diesen Heartbreaker und haust eine Dame raus. Spaß. Okay, darf ich noch kurz so was dazu sagen, bevor ich jemanden rausbuzzer? Also im Allgemeinen so gegenüber den Frauen? Jetzt? Ja. Ich möchte reden. Ja, gerne. Ja, also erstmal vielen, vielen Dank für die ganzen lieben Kommentare, weil ich bin hier echt ohne Erwartungen reingekommen und ich dachte so, ihr werdet mich roasten oder so wegen meinem Nagellack oder allgemein, weil ich Karten lege. Und ja, super schöne Frauen, jede von euch. Also ich sag das nicht nur so, sondern jede ist irgendwie einzigartig auf ihre Art und Weise. Und ja, vielen Dank. Oh. Hast du nett gesagt. Danke. Vielen, vielen Dank, Ella. Aber wenn du willst, kann ich gerne mal trotzdem treffen, so ein Bilder machen. Gerne. Oh. Danke. Oh. Oh. Der Angelo ändert alles hier. Komm her, mein Lieber. Jetzt stehen sie da nebeneinander, Martha und Jeannie. Und eine ist dein Date am heutigen Abend, lieber Angelo. Jetzt stellst du aber bitte erstmal deine Frage an die zwei. Zu welchem Zitat greifst du oder begegnet dir immer wieder im Leben, wenn du gerade schwierige Phasen hast und baut dich auf? Bitte, liebe Martha, gibt's da was? Also träume nicht dein Leben, sondern lebe deinen Traum. Okay. Das motiviert mich. Okay. Das bei ihr, bei der Martha. Und wie ist es bei dir, Jeannie? Erwarte nichts, schätze viel. Oh, wow. Erwarte nichts, schätze viel. Also, jetzt entscheide dich. Buzzer eine noch raus und die andere ist dann dein Date, lieber Angelo. Martha, vielen, vielen Dank für das Interesse. Dankeschön. Und alles Gute. Jeannie! Angelo! Kommt nach vorne! Na, jetzt dürft ihr ohne Puls zwischen euch. Live bei dir, Leute! Jetzt dürft ihr! Jetzt dürft ihr euch auch drücken! Oh. Das ist, glaube ich, falsch rum. Nein, ich muss so rum. Ich muss hier stehen. Es sieht jetzt aus, als ob du so eine Kerze in der Hand hast. Ach so, das ist abgefahren. Du hast. Du, ich weiß nicht, was ihr vorhabt, aber du hast den. Komm, gib her. Sehr schön. Ja, der Heartbreaker ist kaputt gebreakt. So, liebe Jeannie, wie ist es? Kannst du jetzt reden? Ja, ich kann reden. Und, wie fühlt es sich an? Gut. Ja? Ja. So nah neben ihm? Ja. Klopft das Herz? Wenn du wüsstest. Oh, wenn ich wüsste. So aufgeregt und so schön an dieser Stelle. Angelo, wie ist es für dich? Ich verarbeite es gerade noch. Aber im Positiven. So. Positiven hat er gesagt. Ich verarbeite auch es aufgeregt, gerade. So. Ja. Und okay. Ist schön.
Dann euch beiden ein wunderschönes Date. Ihr seht bezaubernd aus. Genie, Angelo, euer Applaus. Wie lange gehen wir eigentlich?